Wir werden auch in der danach in der Lage sein, Gas einzukaufen und auch zu bezahlen. Das Thema SWIFT ist ein riesiges Problem für einen Wirtschaftsstandort. Aber es können einzelne Zahlungen sehr wohl händisch abgewickelt werden. Sie müssen sich das so vorstellen, wie Sie können heute entscheiden, dass Sie digital die Überweisungen machen. Das wäre SWIFT. Oder Sie gehen mit dem Erlagschein in die Bank, werfen ihn irgendwo ein in eine Box. Da wird auch jemand mal kommen und das abwickeln. Es funktioniert dann halt rein über den händischen Weg. Wusstet ihr, dass das Internet und auch der Touchscreen am CERN, Europäische Organisation für Kernforschung, entwickelt wurde? Ich weiß, dass viele Digitalexperten gesagt haben, eine Webseite ist viel günstiger und kostet viel weniger, aber es ist eben keine Webseite, sondern es ist eine Integration hinten mit Datenbanken und diese Schnittstellen sind immer teurer, als wenn ich nur eine Webseite mache. Die Suchfunktion, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ja, das war technisch nicht gut und ist so auch nicht so gut umgesetzt worden, aber man hat drinnen bummeln können. Man hat die Geschäfte gefunden. Mit diesen interessanten Einblicken wünsche ich, wie immer, einen schönen Tag.